Er will, dass ich freiwillig das Handtuch werfe, mich vor dem großen Meister verneige und den Löffel abgebe. Ja und? Was sagt Berner dazu? Der hat natürlich wieder mal was Wichtigeres zu tun. Hör zu, du hast einen exzellenten Ruf und einen Stern. Du solltest dich auf so einen affigen Konkurrenzkampf überhaupt nicht einlassen. Naja, keine Angst. Ah, Martin. Der Couscous-Salat, wollen wir doch mal sehen. Also, optisch? Naja, verzieren und garnieren, das kann jeder. Was soll denn das? Ja, du gehst in die Küche und sagst, du brauchst einen neuen Salat. Und? Hat der Schnee sich verkocht? Ja, schmeckt doch ausgezeichnet. Ja, leider. Keine Nummer. Ist das deine moralische Unterstützung? Hast du denn wirklich geglaubt, ein Meisterkoch wie Teschner tischt dir irgendwas Ungenießbares auf, Mensch? Ja, natürlich nicht. Klar ist er gut. Aber ich bin auch gut. Ja, sicher. Darum geht's doch aber überhaupt nicht. Ich habe gehört, Sie wollten mal kosten. Und? Hat's gemundet? Ja, man ist halt neugierig. Und lernt nie aus. Ja, immer auf der Suche nach Anregungen. Und das Dessert ist schon fertig? Oh, Sie sind wohl auf den Geschmack gekommen. Ich lasse Ihnen eins bringen. Dass der aber auch so nett sein muss. Könnte eng für dich werden. Ihr Gang, Ihre Bewegungen, Ihre ganze Figur, das stimmt einfach alles. Tja, sogar dieselbe Stimme. Ich habe jetzt noch eine Gänsehaut. Ja, aber andererseits, wenn man der Polizei glauben will, einen Personalausweis zu fälschen, ist doch ein Klacks für die Heidenberg. Ja, leider. Haben Sie sich umgehört? Ja, habe ich. Also diese Frau van Dering, die ältere Dame, ist sehr reich, extrem kurzsichtig und steht kurz vor einer komplizierten Augenoperation. Dieselbe Masche wie bei Miriam. Sie spielt die fürsorglich und hat in Wahrheit nur auf ihr Geld abgesehen. Aber eines verstehe ich trotzdem nicht. Warum kommt sie hierher? Ausgerechnet in den Fürstenhof, wo sie jeder erkennen kann. Ja, warum sollte sie ausgerechnet dieses Risiko eingehen? Sie fühlt sich sicher. Ja, klar. Wenn ihr Personalausweis sogar die Polizei überzeugt, kann man ja nichts nachweisen. Was will sie hier? Was? Aber hat noch nie etwas ohne Berechnung gemacht. Möglicherweise Rache? Weil Sie sie damals an die Polizei ausliefern wollten? Vielleicht sucht sie einfach nur den Nervenkitzel. Sie hat gern Katz und Maus gespielt. Bei ihrem kranken Hirn wäre das zuzutrauen. Aber eine Frage bleibt. Wie konnte sie diesen Sturz überstehen? Wie? Und dazu noch unversehrt? Das ist ja nicht gesagt. Vielleicht war sie ja im Krankenhaus. Ich habe sie doch gesehen, wie sie in die Schlucht gestürzt ist. Es ist einfach unmöglich, dass sie überlebt hat. Unmöglich? Was ist bei der Frau unmöglich? Sag mal, bist du eigentlich gar nicht neugierig auf die Frau, mit der du da immer verwechselt wirst? Warum sollte ich? Vielen Dank, dass du mir das machst hier. Ich finde ja nicht mal meine Finger, geschweige denn meine Nägel. Bis zur Operation soll es dir richtig gut gehen. Mhm. Möchtest du noch eine Praline? Oh ja, gerne. Du, und lass doch gleich mal noch eine Lage nachkommen. Man weiß ja nicht, was nach der OP ist. Dankeschön. Das kann dir natürlich keiner garantieren, dass nach der Laseroperation deine Sehstärke deutlich besser ist, aber... Naja, aber er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet, der Professor. Hm? Bin deinem Mann auch wirklich dankbar, dass er dafür gesorgt hat, dass ich zu dem Professor komme. Hm? Auch wenn man eine Ewigkeit auf den Termin warten muss, also. Ich find's wunderbar hier. Die Natur, die Berge, es ist so friedlich. Ja, friedlich. Das ist beinahe wie Friedhof. Ach. Sag mal, Silvia, was ist denn eigentlich, wenn das mit der OP alles gut läuft und ich deine Hilfe nicht mehr brauche? Gehst du dann eigentlich zurück zu deinem Mann? Im Moment bin ich über den Abstand sehr froh. Sag mal, liebst du denn Paul nicht mehr? Es gibt in jeder Beziehung gibt's Probleme.
Dein Angebot, dich zu begleiten, das kam jedenfalls zur richtigen Zeit. Na, ich verstehe schon. Du willst nicht drüber reden, hm? Ja, hi. Was machst denn du hier? Ich lese Zeitung und esse einen Apfel. Ich wollte dich mal fragen, was hältst du eigentlich von diesem Herrn Teschner? Tja, die Gäste werden sicher begeistert. Mein Vater natürlich weniger. Aber der Salat heute, der war echt gut. Ja, der war super. Aber der Typ ist ein Könner, ganz klar. Wie sieht's aus? Gehen wir noch ein Stück zusammen? Danke, ich lese lieber noch ein bisschen. Ich habe übrigens mit Victoria gesprochen. Wieso denn das? Aber nicht wegen mir, oder? Doch, ja. Du bist einfach zu ihr hingegangen und hast sie gefragt, was war? Ich spreche solche Sachen eben lieber direkt an. Und das ist alles geklärt. Ja? Vergiss Victoria einfach. Also, lass uns beide morgen zusammen nach München fahren, okay? Bitte, jetzt komm schon. Morgen? Ah, ich weiß nicht. Ist lieb von dir, aber ich kann nicht. Sagst du mir auch warum? Weil... Dann sehen wir uns bei der Arbeit. Bitte. Alfons? Nein, danke. Es muss doch eine logische Erklärung geben. Ja, und die wäre? Zwillinge. Sylvia Wielander ist Barbaras Zwilling. Zwillinge, die nichts voneinander wussten. So wie Lars Hoffmann und Mark Kohlweier. Ja, wäre zumindest denkbar. Sehr unwahrscheinlich. Ja, aber nicht ausgeschlossen. Herr Sonnenbichler, die Wahrscheinlichkeit, dass eine und dieselbe Geschichte zweimal am Fürstenhof passiert, die liegt bei 1 zu was weiß ich wie vielen Millionen. Ich bin davon überzeugt, dass die Wielander die Heidenberg ist. Und wie wollen wir das jetzt klären? Vielleicht über einen Gentest. Ja, einen Gentest. Hast du noch ein paar alte Sachen von ihr? Ja, bewahre. Ich habe alles, wirklich alles entsorgt. Und selbst wenn, wie stellst du dir das vor? Willst du Frau Wielander ein Haar ausreißen? Warum nicht? Ach, hör auf. Also den Trubel danach, den will ich mir nicht einhandeln. Okay, man müsste das Ganze vielleicht dezent einfädeln, nein, aber... kommt nicht in Frage. Egal, was wir machen. Wir müssen Frau van Dering und diese Person unbehelligt lassen. Und warum bitte? Frau van Dering hat mir signalisiert, dass sie einflussreiche Leute kennt. Ich kann mir keine schlechte Presse leisten. Die Flaute nach Robotes Tod haben wir immer noch nicht ganz überwunden. Und was jetzt? Ich werde mir was einfallen lassen müssen. Und was? Vor allem wann? Mein Gott, nochmal, lasst mir doch Zeit zum Überlegen.